Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zur ersten richtigen Folge FIFA 15 Ultimate Team. Ich habe euch jetzt lange genug warten lassen, habe ich natürlich mit Absicht gemacht, weil ich so böse und sadistisch bin. Muhahaha. Nee, es lag einfach daran, dass ich die Woche über einfach leider keine Zeit hatte und ich war auch gleich ein bisschen angepisst von Ultimate Team. Ich rede langsamer. Von Ultimate Team war ich ein bisschen angepisst, weil die Server überhaupt nicht funktioniert haben und dann hatte ich mir eben eine Mannschaft aufgebaut und die Spieler an sich haben gut funktioniert, aber der Transfermarkt ging nicht. Ich konnte nichts kaufen. Sobald ich reingegangen bin, wurde ich wieder zurückgeworfen in das Menü, also in das hier, wo wir gerade sind. Von daher, ja, war ich ein bisschen angepisst und ich wollte nicht mit irgendeiner Mannschaft spielen, die 70 Fitness hatte oder mit irgendwelchen Ersatzspielern, weil ganz viele keine Verträge mehr hatten. Ich habe mir zwar vorgenommen, also ich zeige euch gleich meine Mannschaft, eine Sache noch kurz vorweg. Ich habe mir vorgenommen, diesmal ein bisschen mehr durchzuwechseln. Also nicht eine Mannschaft haben, eine Standardmannschaft mit 11 Spielern und die immer sozusagen aufpushen. Ja, also immer auf bester Fitness halten mit Karten und Verträgen, sondern sozusagen Geld zu sparen und Geduld zu sparen, dass ich nicht so viele Fitnesskarten kaufen muss, indem ich eben Spieler auch mal auf die Bank tue für ein Spiel. Jetzt ist es aber so, dass es leider sehr schade ist, dass es so ist, dass, also ich spiele sozusagen mit einer Mannschaft, mit allen Spielen in meinem, mit allen Spielern in meinem Verein, die ich habe. Das heißt, ich benutze nicht nur die Spieler, die auf der Bank sind. Also ich zeige es euch einfach mal, ja. Hier ist meine Mannschaft. Russisches Ligateam erstmal, außer Otsipka. Ich habe keinen russischen Liga-Linksverteidiger, deswegen benutze ich den. Der ist ganz gut, passt halt eben zu Serdar Taski. Sonst ist alles russische Liga, passt eigentlich alles mehr oder weniger ganz gut. Und das ist meine Auswechselbank. Gut, da passen ein paar überhaupt nicht. Ich habe dann auch mal so gemacht, dass ich meine linke Seite österreichisch gemacht habe oder so. Oder rechte Seite polnisch oder irgendwie so. Oder zwei kroatische Stürmer, irgendwie so. Also das meine ich halt mit Durchwechseln. Aber ich benutze nicht nur die Spieler, die ihr hier seht, sondern ich habe auch Spieler, also ich habe sozusagen eine erweiterte Ersatzbank. Wenn zum Beispiel mal ich einen Spieler gerade mal nicht brauche, dann mache ich zack, Otsipka austauschen. Muss ich hier bloß noch Linksverteidiger einstellen. Und dann kann ich hier die anderen suchen, die ich habe. Manchmal benutze ich auch Arvidsson, weil er Schwede ist. Und dann passt er nämlich wieder mit dem hier zusammen, mit Kjellström. Also das meine ich sozusagen. Ich benutze meinen kompletten Verein. Und nicht nur die Spieler, die hier sind. Und die Starter wird eben auch ab und zu gewechselt. Das ist jetzt meine beste Elf mit 100 Chemie. Aber sie hat halt nicht immer 100 Chemie. Darauf, wo ich immer achte am Anfang, ist, dass die Chemie, also der Balken grün ist. Also das ist, glaube ich, ab 80 oder sowas, ab 75 Chemie oder 80, dass der Balken grün wird. Das ist immer so meine Hauptsache. Trainer ist ein Schotte, aber der hat auch russische Liga drauf, wie ihr seht. Und dadurch bekommt, glaube ich, jeder Spieler nochmal einen Chemiepunkt extra. Wenn ich es richtig verstehe. Aber die haben ja eh alle schon volle Chemie. Okay, Chemiestile habe ich jetzt noch gar nicht verwendet. Das ist für mich am Anfang erstmal Geldverschwendung. Habe ich nicht nötig. Formation ist auch komisch. Das liegt daran, dass ich sozusagen keine Außenspieler habe, so richtig. Keine Flügelspieler. Ich benutze hier nämlich primär die Spieler, die ich in den Starterpacks gezogen habe. Und einige habe ich auch dazu gekauft, um die Mannschaft zu komplettieren. Hier Movsisian habe ich gekauft. Und wen habe ich noch gekauft? Der Rest war, glaube ich, schon dabei. Hier, ich glaube, den hier habe ich noch gekauft. Joao Carlos und Kjellström. Und Pledikosa, glaube ich, auch. Also die Hälfte der Mannschaft ist irgendwie so dazu gekauft. Also ich habe mich halt entschieden, erstmal ein russisches Team zu machen, weil es mal was anderes ist. Weil ich das noch nicht gemacht habe. Er hier ist übrigens einer der allerbesten Freistoßschützen in FIFA. Ich weiß nicht, ob man das hier irgendwo sieht. Spielerdetails. Nee, kann man jetzt nicht sehen. Man sieht hier nur ein paar Grundwerte, die Werte, die man eh schon sieht. Ich weiß gar nicht, kann ich irgendwo Spielerdetails? Nee, das ist ja das hier dann wieder. Okay, nee, mehr Details gibt's nicht, alles klar. Ihr merkt vielleicht, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier im Hintergrund Musik eingespielt habe oder nicht. Es kann sein, dass ich Musik eingespielt habe. Weiß ich jetzt noch nicht. Weil ich muss, ich darf nämlich natürlich nicht mit der FIFA-Musik spielen, weil ich dann einen Content-Treffer bekomme. Deswegen packe ich, wenn dann, GEMA-freie Musik hinter oder wenn ich mal keine Zeit dazu habe, eben auch leider ohne Musik. Ich versuche mich künftig im Hauptmenü immer etwas kürzer zu halten, damit das nicht so still ist im Hintergrund. Habt da bitte Verständnis für. So, Olic kann man ja mal auf die Bank tun, falls man den einwechseln will. Schweidel, der ist eigentlich gar nicht schlecht. Den hatte ich mir gekauft, weil ich mal halt eine österreichische Seite hatte. Okay, gut, das ist eben erstmal die Mannschaft. Die Dream Squad, die Concept Squad, habe ich euch schon gezeigt. Die Partyinsel hier mit den ganzen exotischen Ländern sozusagen.
aber da habe ich leider noch keinen von gekauft. Das kommt dann etwas später in der etwas einer mittleren Zukunft, weil das kommt natürlich auf Dauer ziemlich teuer, wenn man so eine Konzeptmannschaft komplett kauft mit Auswechselspielern. Mit meinen läppischen 3900 Münzen komme ich da nicht so weit. Tut mir leid, dass ich ab und zu aufstoßen muss. Ich habe nämlich vorhin noch einen Burger gegessen. Und das ist ja immer ziemlich aufstoßmäßig, also aufstoßmäßig ganz vorne, aber gut, ist egal. Hier, Leihspieler, will ich auch nochmal kurz eine Sache zu sagen. Ich werde mir keine Spieler erstmal ausleihen, weil ich finde, das ist absoluter Quatsch. Ich verstehe auch nicht, warum die Neuerung da ist, wirklich. Man trifft nur noch auf Gegner, die haben irgendwie eine komplette Startmannschaft mit Bronze- und Silberspielen, dann haben sie plötzlich so eine Robben drin, ja, oder sowas. Und die Idee an sich, Leihspieler, ist okay, aber man sollte zumindest irgendwas für tun und nicht einfach raufklicken und da hat man ihn, ja. Das ist mir zu einfach hier, ja, so ein Gareth Bale für 4 Spiele, das ist doch, keine Ahnung. Das ist irgendwie auch viel, weil man hat immer irgendeinen Gegner, der irgendeinen Leihspieler hat und das ist, ich finde das nicht so gut als Neuerung. Und wenn, dann sollte man irgendwas dafür tun, ja, dass man beispielsweise, wenn man einen Pokal gewinnt, einen Online-Pokal oder sowas, dass man dann einen Leihspieler bekommt oder die Berechtigung bekommt, sich einen Leihspieler auszusuchen für ein paar Spiele oder sowas, ja. Aber nicht einfach so irgendwelche Leihspieler. Ich finde, das ist... Nee, das ist nicht so geil. Und selbst wenn ich das machen würde, warum sollte ich mir jetzt einen Robben für 3 Spiele holen, wenn er gar nicht in meine Mannschaft passt? Und dann extra eine Bayern-Mannschaft, Bundesliga-Mannschaft zu bauen für einen Robben, den ich nach 3 Spielen eh nicht mehr habe? Naja gut, ist alles so ein bisschen komisch. Ihr könnt da gerne mal eure Meinung zu schreiben in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Und jetzt komme ich erstmal dazu, was wir heute überhaupt machen. Nämlich ein Spiel in der Online-Saison. Ich bin aufgestiegen in Liga 7, ich habe noch kein einziges Spiel gemacht. Wie ihr seht in Liga 7, oben seht ihr meine Bilanz, also semi-okay, aber solange die Siege über die Niederlagen sind, bin ich zufrieden, sage ich mir immer, und das ist gerade knapp der Fall, also alles gut. Ist natürlich klar, man kommt natürlich immer nicht so leicht rein erstmal. Eine Sache noch kurz zu meiner Formation, bei FIFA 15 ist es generell viel schwerer geworden zu verteidigen und zu tackeln, ja? Und daher bin ich sehr in den Geschmack einer Fünferkette gekommen. Auch in meinem privaten Karrieremodus mit Liverpool, den ich momentan spiele, da spiele ich eine etwas andere Formation, mit Außenspielern auch, mit Flügelspielern, aber ich finde, Fünferkette ist auf jeden Fall wichtig, dass man darüber sich dann ausrichtet und dann sehr gut kontern kann. Und hier habe ich Musa, der hat 93 Tempo, 81 hier ist auch nicht schlecht, muss ich sagen, also das ist alles so ein bisschen auf Konterspiel ausgerichtet, also nicht selber den Ball haben und Druck machen, sondern den Ball erobern und auskontern mit Tempo. So, mal gucken, was wir für einen Gegner kriegen. Ich mache mal kurz eine Aufnahmepause, dann habe ich nämlich eine gedankliche Pause in der Aufnahme, damit ich weiß, bis wohin ich Musik einblenden muss und das dann nicht ewig suchen muss nachher, dann auch auseinanderschneiden muss. Von daher, kleiner Schnitt. So, das war's auch schon. Zack, da haben wir einen Gegner. Auswärts spielen wir. Komm, wir spielen in Weiß mit dem Fulham-Trikot. Ja, hallo, dankeschön. So, Teammanagement mache ich nicht. Ich könnte so ein bisschen Taktik, glaube ich, machen oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das geht bei Ultimate Team. Dass ich sage, der eine soll hinten bleiben und so weiter und so fort. Gut, jetzt haben wir mal einen Gegner erwischt, der zum Glück keine Leihspieler hat. Der hat so eine Mischung aus Premier League Team und französisches Team, glaube ich. Das ist natürlich ein sehr geiles Stadion hier. Das ist das erste Spiel dieser Saison und sie werden natürlich keinen Fehlstart hinlegen. Mist. Kurz ausmachen, es tut mir leid. Frank Buschmann, ich mag dich, aber... Hier nicht, bitte. Audio, Kommentar, weg. Wupp, dankeschön. Ich werde versuchen, nicht allzu viel zu reden während des Spiels, aber eine Sache muss ich noch ganz kurz loswerden, und zwar, ich habe mir angewöhnt, endlich mit dem linken Stick zu steuern. Ja? Nicht mit den Pfeiltasten auf dem Controller, sondern mit dem linken Stick tatsächlich. Und das funktioniert auch ganz gut. Ich habe mir gedacht, irgendwann früher oder später muss ich mir das umgewöhnen, damit es besser ist zu spielen, flüssiger, angenehmer, geschmeidiger. Und jetzt habe ich ihm gesagt, ein neues Spiel, was sich sowieso komplett anders anfühlt, ist doch die perfekte Gelegenheit dafür. So, und ihr seht schon, wir starten ja auch gleich. Die Spieler kommen ja auch mit nach vorne. So ist es ja nicht, dass man nur hinten ist mit einer Fünferkette. Das wollte ich nicht. Aber wir haben ihn noch. Musa war nicht schlecht. Gleich mal die erste Chance. Und der geht so ab, wenn ihr den gleich mal im Sprint sehen werdet. Könnt ihr euch schon drauf freuen.
Ich habe leider momentan noch das Problem, dass FIFA 15, wenn ich aufnehme, noch ganz kleine Mikro-Lags hat. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt merkt. Ich merke das jedenfalls ein bisschen. Es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen. Und es liegt auch an der Aufnahme, weil sobald ich die Aufnahme ausmache, ist es dann 100% flüssig. Das ist wahrscheinlich eine Sache von 30 Frames oder 50 Frames ungefähr. Aber, naja. Okay, Musa hat den Ball gesichert. Jetzt kann ich den langen Ball spielen und der ist nämlich schnell. Ihr seht's. Wie er da schon ohne Probleme hingeht, das wollte ich nicht. Da wollte ich einen Trick machen. Und, oh Mann, ey. Ich muss mehr Finesse machen. Finesse ist sehr, sehr, sehr gut in FIFA 15. Also angedrehte Schüsse. Ich finde das auch gut, dass sich auch bei YouTubern so die Tendenz wieder zurückentwickelt. Also nicht irgendwie die ganze Zeit Coins kaufen, Coins kaufen, Coins kaufen und daraus Messi-Teams machen und Team of the Season-Spieler und alles Mögliche, sondern auch mal ein bisschen ehrlicher Ultimate Team zu spielen. Habe ich bei vielen YouTubern gesehen, dass sie sagen, dieses Jahr kaufen sie sich keine Münzen. Finde ich gut, mache ich auch nicht. Habe ich letztes Jahr auch gemacht, aber diesmal wird ja auch viel mehr drauf geachtet von Seiten EA, dass es nicht gemacht wird, weil es ja verboten ist. Ich finde das gut, weil das verdirbt letztendlich den Spielspaß. Ich habe mir letztes Jahr Münzen gekauft und habe dadurch, weil es eben langweilig geworden ist, aufgehört, FIFA Ultimate Teams überhaupt zu spielen. Und habe dann nur noch Privat-Karrieremodus gespielt und das wollte ich dann nicht aufnehmen, weil es ja privat war. Und dadurch kamen dann eben so lange keine Folgen mehr. Ahmed Musa spielt bei ZSKA Moskau. Ich komme nicht durch den letzten Spieler. Aber der Gegner lässt sich schon ganz gut hinten reindrängen. Das ist der Vorteil, dass wir zur Absicherung hinten 5 Spieler haben. Hier vorne aber trotzdem genug, meiner Meinung nach, zum Angreifen. Das war abseits, glaube ich. War es nicht? Mist, da hätte ich an ihn herangehen können. Der Gegner hier also im HSV-Trikot. Das Stadion ist sehr schön übrigens. Habe ich auch als Heimstadion, Sanderson Park. Ist komischerweise ein Bronzestadion. Liegt vielleicht daran, dass es fiktiv ist. Kjellström bloß nicht auskontern lassen. Das geht auch mit einer Fünferkette, dass man sich auskontern lässt. So ist es auch nicht. Wenn man einfach die ganze Zeit nur vorbeigrätscht, kann das passieren. Aber jetzt haben wir den Ball gesichert. Ich bin ganz gut reingekommen in FIFA 15. Also es läuft eigentlich schon ganz ordentlich. Ich spiele auch meinen Karrieremodus auf Weltklasse. Von daher bin ich daran gewöhnt, eben auch schnelle Pässe zu spielen. Weil auf Weltklasse ist der Ball nämlich sonst sofort weg. Und verteidigen ist auch extrem schwer auf Weltklasse, deswegen bin ich da so ein bisschen abgehärtet jetzt schon. Also ich bin ganz gut reingekommen in die neue Spielphysik und in das neue Spielgefühl von FIFA 15. Auch wenn sowas natürlich trotzdem ab und zu passiert. Diouf, ja, Pletikosa muss da nochmal hin, hat er, wunderbar. Ich denke mal, ich muss jetzt hier nicht alles mögliche erzählen, was jetzt neu ist in FIFA 15 und sowas, weil ihr solltet das inzwischen, denke ich, auch kennen, wenn ihr dieses Video guckt. Also, dass Torhüter irgendwie halt besser sind, aber teilweise auch ein bisschen fehlen und sowas, das wisst ihr, denke ich, alles schon. Das muss ich euch jetzt nicht nochmal alles einzeln erklären. Und ach ja, hier übrigens neue Engine, Ignite Engine. Oh, komm, Musa, das ist doch nicht dein Ernst. Kjellström, warum springt er da über den Ball? Warum springt er da über den Ball? Ach, und jetzt noch ein Foul. Ja, Schiedsrichterentscheidungen sind leider auch genauso dumm wie bei FIFA 14. Da werden Fouls und Elfmeter gepfiffen, da fragt man sich, meine Güte, habe ich den überhaupt berührt, ja? So, jetzt aber, komm, der muss drin sein. Oh Gott, das gibt's ja wohl nicht. Scheiße. Das muss ich jetzt besser machen. Ihr seht die Rasenabnutzung auch herrlich. Gut, das ist natürlich sehr doof von ihm. Ofsisjan. Alter Schöne! Jetzt bin ich sauer. Ich habe ganz kurz gedrückt. Hier so Lattenschüsse und Pfosten und so Aluminium passiert mir auch viel öfter als bei FIFA 14, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Ich weiß nicht, woran es liegen könnte. Ob das nur Zufall ist oder ob das anderen auch so geht. So, der muss aber drin sein und der ist drin. Tino ist der Spitzname von Costa. Ah, endlich, ey. Boah, da hätten wir aber schon 1000 Tore schießen müssen. Movsesyan ist übrigens der armenische Nationalstürmer.
Spielpartner von Henrik Mkhitaryan in der Nationalmannschaft. Ist, glaube ich, auch einer der besten Spieler von Armenien. Einer der bekanntesten, spielt ja auch in der russischen Liga, die ja nicht ganz so schlecht ist. So. Die russische Liga ist ja vor allem immer in der Europa League ganz gut dabei. Champions League eher so mäßig mit Zenit St. Petersburg und ZSKA. Aber in der Europa League reißen die immer ganz schön viel, die russischen Teams. Das, da war ich ein bisschen egoistisch. Hier so Rubin Kazan in den letzten Jahren und hier Krasnodar. Ich weiß nicht, was es da noch gibt. Dynamo Moskau vielleicht auch. Nein! Oh, Riesenchance für den Gegner. Riesenchance für den Gegner. Die Fans sind auch sehr schön geworden, bei FIFA 15, finde ich. Aber das wisst ihr, wie gesagt, alles schön. Das wollte ich ja jetzt nicht alles im Detail nochmal ansprechen. So, jetzt ist Halbzeit. Sehr schön. 1-0 Führung. Es hätte deutlich höher sein müssen. Schaut euch mal die Chancen an. Wir sind natürlich rechts. Mein Wappen finde ich ganz schön momentan, aber ich kann es ja auch jederzeit ändern, wenn ich will. Aber ich habe mir auch gedacht, ich will erstmal nur Wappen benutzen, die ich auch ziehe in Packs und nicht mehr einfach irgendwelche kaufen, sonst ist das ja zu langweilig, wenn ich mir gleich so ein Barcelona-Wappen hole oder sowas. So, da habe ich den Spieler ganz gut geschickt. Aber, naja. Das ist auch eine Neuerung bei FIFA 15. Ich kann den Empfänger steuern, finde ich sehr praktisch. Kann ich mich viel besser freilaufen. Jeremenko, Musa. Musa, laufen wir mal hier hoch. Das klappt auch mal ganz gut bei FIFA 15. Und da ist der Torwart. Ey, so schieße ich so viele Tore. Einfach mit dem Außen, wenn er schnell ist, da einfach hochlaufen, entlang der Linie und dann mit Finesse abschließen. Guckt mal auf den Torwart. Der wusste überhaupt nicht, was er machen soll. Zack. Und freies Tor. Ahmed Musa. Es ist natürlich nicht die feine Art, wenn man so Tore schießt, einfach nur durch einen extrem schnellen Spieler da durchzurennen. Aber es ist eine Variante, die ganz gut funktioniert bei FIFA 15, wie ich selber herausgefunden habe. Das habe ich wirklich selber herausgefunden, ja, durch eigene Erfahrung, nicht irgendwie, weil ich es irgendwo gelesen habe oder so. Ich weiß ja nicht, vielleicht funktioniert es ja bei euch nicht so gut. Könnt ihr ja nochmal versuchen. Ja, war wieder eine sehr gute Chance. Ihr seht, das funktioniert, der kommt da durch, ja. Auch wenn natürlich der Torwart nicht immer so failt. Aber das klappt einfach gut. Das ist auch sehr, sehr schwer zu verteidigen. Schwer bis unmöglich, weil eben einfaches LT-Drücken nicht mehr so leicht funktioniert wie bei FIFA 14. So, da wollte ich eigentlich nicht hin, ist egal. Pletikosa kriegt noch einen zweiten Versuch. War kroatischer Nationaltorwart bei der WM. Hat auch im Eröffnungsspiel, glaube ich, gespielt. Der Unglücksrabe, der da auch in den Elfmeter verwickelt war, in den Siegelfmeter für Brasilien. Verwickelt insofern, als dass er ihn durchgelassen hat. Beziehungsweise halten musste, halten sollte. S. Gagbär, was ist das denn bitte für ein Name? Achso, ist das sein Accountname oder wie? Oder war das ein Spielername? Das war sehr gut gelöst. Arthur ist leider ziemlich langsam. Eremenko. Der ist ganz gut, hat auch gegen Bayern ganz guten Radau gemacht, als ZSKA gegen Bayern gespielt hat. Movsisyan und der Nachschuss von Kjellström. Leute, es geht doch gut los. Gleich in der ersten Folge von Ultimate Team. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. So hat man jetzt vielleicht gehört. Da weiß man sofort, mein Mikro auszumachen. Nachschüsse klappen auch ganz gut bei FIFA immer, weil die Torhüter oft abprallen lassen. Ja, ist doch eine ganz professionelle Vorstellung heute, oder? Von unserer Mannschaft, von meiner Mannschaft. Bin ich ja ganz froh, dass es gleich so gut läuft. Gut, der Gegner ist jetzt auch nicht der Beste, aber es läuft ja ganz gut, sagen wir mal so. Und wegköpfen und der Konter. Und das ist genau mein Spielkonzept und das ist sehr, sehr effektiv, finde ich. Fünferkette, damit man hinten nichts zulässt. Oh Mist, ich wollte passen. Und dann auf Konter spielen und da reichen 4-5 Spieler vorne, die das dann zusammenreißen. Da braucht man nicht noch einen mehr. Den habe ich dann lieber hinten als Absicherung. Jetzt kommt Musa und der ist auch drin und der ist wunderschön. Ein Nachteil bei FIFA 15 ist leider, dass man keine Tore mehr speichern kann. Finde ich sehr, sehr schade. Ich weiß nicht warum, es ist aber leider so. Ich habe zumindest nicht rausgefunden, wie es geht. So wie bei FIFA 14, damals geht es leider nicht mehr. Das heißt, immer wenn ich ein besonders schönes Tor schieße, dann filme ich es einfach mit meinem Handy vom Bildschirm ab.
Oder wie hier habe ich es dann sozusagen in der Folge gleich dabei auf Fraps und so geht es dann auch nicht verloren. Aber man kann es nicht mehr direkt speichern. Das finde ich sehr schade, wirklich. Oder wenn ihr wisst, wie das gehen sollte, dann sagt bitte Bescheid, aber übers Replay Theater geht es zumindest nicht mehr so, wie es damals bei FIFA 14 noch ging. So, machen wir hier also noch ein richtiges Schützenfest mit der Montage draus. Eremenko. Ah, jetzt wollte ich nochmal lupfen. Ich bin ja dann so ein Lupfer-Fan eigentlich immer ganz gerne. So, Zarate, Zarate. Grüner Tee, schwarzer Tee, Zarate. Zara trinkt Tee. Okay, was für eine wundervolle Assoziationsfolge. Musa ist im Abseits. Brauchst du gar nicht hinzugehen, mein Lieber. So, und jetzt habe ich überlegt, ob ich gerade mal auswechsel den Musa, weil ich meine, ganz ehrlich, das ist mein wertvollster Spieler durch seine Geschwindigkeit. Und da könnte man ihn ja eigentlich auch mal schonen, ja, so ein bisschen Fitness schonen und sowas. Andererseits ist man ja dann immer ein bisschen knauserig mit den Verträgen der Auswechselspieler. Wenn ich jetzt Ulic springen würde für ihn, dann weiß ich nicht. Würde dem Ulic halt ein bisschen unnötigerweise ein Vertrag abgezogen werden. Wobei es ja andererseits auch egal ist, weil ich Ulic eh nicht so oft benutze. Und ich daran zweifle, dass ich überhaupt nochmal seine kompletten Verträge abtragen werde, bevor ich ihn dann verkaufe. Aber gut, ist egal. So, jetzt kann ich nämlich hier, zack, Musa, rennt los. Hallo? Warum ist er nicht weitergelaufen? Es gibt doch keinen Abseits beim Einwurf. Der hätte doch weiterlaufen können. Oh, was für ein Schuss. Und Boruc war mal polnischer Nationaltorwart, glaube ich, bevor Chesney kam. Man sagt nicht Boruc, man sagt Boruc, glaube ich, weil er ja Pole ist. So, da war irgendwas, keine Ahnung. Abseits in der eigenen Hälfte? Nee, okay. War wahrscheinlich Torwartbedrängnis. Es ist halt leider oft so bei FIFA 15, dass solche Kleinigkeiten, so unnötige Kleinigkeiten, ganz leichte Kontakte irgendwie abgepfiffen werden. So, jetzt weiß ich nicht, was er damit bezwecken will. Ist das jetzt Abseits? Ah, da hat er noch einen reingestellt, okay. Sonst wäre es, glaube ich, Abseits gewesen, weil der Torwart nämlich davor war. Und dadurch nicht mehr zählt. Naja, gut. Ich meine, das ist mir jetzt auch egal. Ich könnte jetzt hier auch noch Tore schießen, aber dann wäre eigentlich nur ein Zeitverlust. Der Gegner will sozusagen einfach nicht quitten und nimmt es ein bisschen mit Humor, was ich ja immer ganz gut finde. Ist besser als, weiß ich nicht. Besser als irgendwie, ich weiß nicht. Andere Leute würden ja quitten und sowas, aber mit Humor nehmen finde ich mal ganz gut. So, Foul an Boruc, bitteschön, kriegt dann mal einen Freistoß. Die Zeit läuft da jetzt auch weiter. Bei Unterbrechung bloß halt in Echtzeit. Gut, jetzt geht sie komischerweise schnell weiter, keine Ahnung warum. Jetzt habe ich es übersprungen. Ah, Freistoß für mich ist ja cool. Tino, der einer der besten Freistoßschützen überhaupt bei FIFA. Ja, war knapp. War knapp. Also da habe ich auch schon schöne Tore geschossen mit ihm. Macht Spaß, mit ihm Freischüsse zu schießen. So, er will so ein bisschen, glaube ich, sich selbst testen, wie weit er es schafft, mich auszudribbeln mit seinem Torwart. Momentan schafft er es nicht so weit. Aber ich bin auch zu blöd, ein Tor zu schießen, muss ich auch mal dazu sagen. Auch wenn ich es jetzt nicht mehr ganz ernst nehmen muss, ich sagen. Wobei jedes Tor natürlich Münzen bringen, sollte ich vielleicht mal machen. Musa. Ah. Komm, das ist Quatsch. Jetzt habe ich noch einen verletzten Spieler da, komischerweise. Obwohl ich 99 Chemie habe. Eremenko. So, jetzt ist auch gleich vorbei. Jetzt muss er eigentlich nicht noch ein Tor kassieren. Spielt er da noch eins aus. Ja, das ist auch leider ein Problem bei FIFA 15. Sehr oft gibt es aus irgendeinem Grund 5 Minuten Nachspielzeit. Beziehungsweise nicht aus irgendeinem Grund, sondern einfach ohne Grund. Hallo, den da, genau. Jetzt habe ich die ganze Zeit gewartet, bis die mir den Spieler zuteilen. Ah! Nochmal Ecke. Können wir gerne machen, wenn ihr wollt. Komm, hol dir mal einen Spieler ran. Ah, da wollte ich nochmal das hier probieren, aber hat diesmal nicht funktioniert, weil Kjellström so ein bisschen behäbiger ist als Musa. Der alte Loser. Okay, ja, ich weiß, dass man Loser mit O schreibt und nicht mit U. Allerdings nur mit einem O, das weiß ich auch. So. Eremenko haben wir da gerade nochmal eingeblendet gesehen und unsere Fans mit Fulham-Trikot und St. Johnstone-Wappen. Keine Ahnung, ich glaube, das ist eine schottische Mannschaft, St. Johnstone. Und ein sehr souveräner 4:0-Sieg als Auftakt. Da freut man sich doch. Und jetzt bin ich mal gespannt darauf, wie oft ich aufs Tor geschossen habe.
Erstmal kriege ich noch ein paar Münzen. Sehr schön, Dankeschön, Dankeschön. Ihr seht, wie viele Münzen gibt es pro Tor? 160. 4, das muss ich mal kurz rechnen. 4, 8, 12, 16. Also 40 Münzen pro Tor, wenn ich es richtig sehe. 40 Münzen pro Tor. Na gut. Hätte ich jetzt noch ein paar geschossen, hätte ich ein paar hundert Münzen vielleicht gehabt, aber ist ja auch egal. So. Also ihr seht, ich war komplett überlegen, also ist es auch natürlich verdient. Der Gegner war einfach unterlegen und ja, unser erster Sieg, wunderbar. Die Mannschaft hat mir gut gefallen. Ich hoffe, euch hat das Spiel auch gefallen und die Folge. Ich habe leider momentan noch zu wenig Geld, um auch mal Packs aufzumachen. Wenn ich dann irgendwann mehr Geld habe, wenn ich umso mehr aufsteige, dann können wir auch mal Packs öffnen. Wir können auch gern mal ein Turnier gemeinsam machen, so ein Online-Turnier. Und ansonsten schreibt gerne nochmal in die Kommentare, was ihr so für Ideen habt, was wir noch so machen könnten. Ansonsten denke ich mal, in der Liga immer weiter hocharbeiten und die Mannschaft verbessern und so weiter und so fort, was man halt so macht in FIFA Ultimate Team. Gut, wir können auch gerne mal Skillspiele oder so machen oder Challenges, gibt es ja auch noch. Wenn ihr da Lust zu habt, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich erstmal, dass ihr dabei wart wieder und ja, dann danke fürs Zuhauen. Lasst ruhig einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Wir haben ja schließlich gewonnen, ne? Okay, also macht's gut. Ciao, ciao.